Bürgergeldempfänger Jasmin und Mike haben den Überblick über ihre Ausgaben verloren. Nun bekommen sie die Rechnung. Hartz und herzlich, Protagonisten Jasmin und Mike aus Rostock sind in die Schuldenfalle getappt. Das junge Ehepaar hat so viele Verträge abgeschlossen, dass sie selbst den Überblick verloren haben. In einer neuen Folge der RTL2-Doku, Hartz und herzlich, zeigen sie, wie viel den Bürgergeldempfängern am Ende des Monats wirklich übrig bleibt. Und das ist viel weniger, als man denken mag. Bürgergeldempfänger haben den Überblick verloren. Vor kurzem wurde den Bürgergeldempfängern ihr heißgeliebtes WLAN abgestellt. Die jungen Eltern haben die Rechnungen anscheinend seit 3 Monaten nicht gezahlt. Und das hat nun mal Folgen. Für Mike und Jasmin ist dieser Umstand besonders schlimm, weil sie leidenschaftliche Zocker sind und somit auf eine stabile Internetverbindung angewiesen sind. Doch das ist nur eins der Probleme, die die Bürgergeldempfänger in Sachen Rechnungen haben. Über die Jahre haben sich die beiden so viele Verträge abgeschlossen, dass sie keinen Überblick mehr darüber haben. Der Grund? Sie haben sich zu Internet- und Handyverträgen verleiten lassen, weil ihnen gratis Geschenke in Aussicht gestellt wurden. Das kommt ihnen nun teuer zu stehen. Bürgergeldempfänger haben knappes Budget. Höchste Zeit für Jasmin, das Chaos zu ordnen. Ein Haushaltsplan muss her, und der sieht alles andere als gut aus. Wegen der Verträge gehen ihnen monatlich über 650 Euro flöten. Somit bleibt Jasmin und Mike nur knapp 182 Euro im Monat für sonstige Ausgaben. Das möchte Jasmin nun ändern, denn sie hat das Problem erkannt. Natürlich tut das weh, aber ich bin ja selber schuld. Also muss ich mit den Konsequenzen leben. Runde Klammer, runde Klammer. Wir sind halt Zocker und wollen deswegen auch immer die neuesten Konsolen haben, sagt die junge Mutter. Bleibt abzuwarten, wie lange es noch dauert, bis sie aus der Schuldenfalle raus sind.